So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Commander Legends 20 Karten Draft Booster. Das war noch bevor sie 20 Millionen Booster hatten. Wobei, da gab es glaube ich auch schon Set Booster. Collector Booster. Collector Booster gab es, keine Set Booster. Ja, so ist richtig, so ist richtig. Naja, mal gucken, was Commander Legends, nicht Legenden, Legends uns anbietet heute. Armory of Eroas. Zwei Mana Equipment, die ausgerüstete Kreatur. Immer wenn die angreift, kriegt die nur 1-1 Counter. So ist es richtig. Hm, okay. Squad Captain. 5 Mana 2-2 Wachsamkeit. Wenn sie ins Spielfeld kommt, legt eine 1-1 Marke auf jede Kreatur, wenn die kontrolliert. Hm, nicht schlecht. Derange Assistant. 2-1-1 Tappen, milde Karte, kriegt ein farbloses. Die Karte ist, glaube ich, aus Innistrad. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Undying Rage, 3 Mana, Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 und kann ich blocken. Wenn die von irgendwer auf den Friedhof gelegt wird, nimmt auf die Hand. Rancor ist besser. Gift of Paradise. 3 Mana, man verzaubert ein Land. Und wenn das ins Spiel kommt, kriegt man 3 Leben. Und das Land hat Tappen für 2 Mana beliebiger Farbe. Eyeblight Colors. 5 Mana, 3-3. Wenn sie sterben, kreiert man 3 1-1-11 Warrior Tokens und danach mildet man 3 Karten. Okay, what? Oh, Term of Expense, kommt getappt in Spiel. Das Land, was man rausholt, kommt getappt ins Spiel. Tappen, opfern, man ist zuzulegt nach dem Standardland. So ist es richtig. Slith Accident, 3 Mana, 1-1 fliegend. Wenn der Mietner Kampfschaden zufügt, legt eine +1/+1 Marke drauf. Davon habe ich mal einen gespielt. Ich glaube, den roten oder den grünen. Omen Speaker, 2 Mana, 1-3. Wenn er ein Spiel bekommt, Scry 2. Okay, nicht schlecht. Pilgrim's Eye, 3 Mana 1-1 fliegend. Und wenn er ein Spiel bekommt, durchsuchen wir ihn direkt am Standland und nehmen es auf die Hand. So viel Card Search. Amorphous Axe, 2 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0 und hat jeden Kreaturentyp und für 3 Mana zum Ausrüsten. Sphere of the Dawn, 4 Mana 2-4 fliegend, Lifelink. Wild Celebrants, 5 Mana 5-3, wenn sie ein Spiel bekommt, zerstört man Artefakt. Coole Idee von der Karte her. Angelic Armaments. Okay, das ist hier Innistrad. 3 Mana, die Ausrüstung der Kolo kriegt +2/+2 und hat fliegend und ist weiß und ein Engel zusätzlich zu dem anderen Typen und Types. Für Mana ausrüsten, okay. Damit kann jeder zum Engel werden. So, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Stuff. Ne, noch nicht ganz. Cast Down, 2 Mana zerstören, Non-Legendary Creature. Für Commander eher so, ne. Dreamstone Hedron, 6 Mana Artefakt, tappen für 3 Mana, 3 Mana tappen, opfern sie 3 Karten. Hab ich damals so oft gespielt und irgendwie ist die mittlerweile einfach nicht mehr gut. Ich meine, davon gibt es eine Menge Karten, aber was bist du? Blade Griff Prototype. Okay, 5 Mana, 3-2 fliegend. Und wenn irgendwie der Kampfschaden zufügt, zerstört man nicht ein permanentes auf. Was? Destroy Target, non-permanent of that player's choice. That one of your opponents. Wow. Man fügt damit dir Schaden zu und du darfst dann bei jemand anderem außer mir was zerstören, wie Assi. Dann haben wir Obeka, Brute Chronologist. 4 Mana, 3-4, tappen. Und egal welcher Spieler jetzt gerade seinen Zug beendet, er können, wenn er möchte, seinen Zug beenden. So ist richtig. Und 3 Rares, okay? Elegibelt Crossroad Augur. 6 Mana, 5-6 fliegend mit Partner. Und immer wenn man scryt, zieht man die Karten stattdessen. Hm, das ist gut. Und Phyrexian Ranger in Foil. Cool. 3 Mana 2-2, wenn ihr ein Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Sollte. Piper. Ah, schönes Booster. Schönes Booster, schönes Set. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Iblexed. Ciao, ciao.